Spätestens seit heute sind wir auch offiziell im Wirtschaftskrieg mit Russland und die Folge wird eine massive Inflation sein. Die Folge werden Preiskämpfe sein, globale Preiskämpfe, denn der Westen wird sich mit anderen, mit Schwellenländern auseinandersetzen. Wer kriegt denn jetzt was von diesen knappen Gütern? Und der Westen wird diesen Kampf gewinnen, diesen Preiskampf gewinnen auf Kosten der Armen und Schwachen. In diesen Wirtschaftskriegen verlieren immer die Ärmsten und die Schwächsten. Das wird diesmal auch so sein. Wir werden auch verlieren durch massive Inflation. Andere werden alles verlieren. Und das ist jetzt die unschöne Situation. Ich wünschte, ich könnte Ihnen bessere Nachrichten bringen, aber es ist, wie es ist. Und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, was da der Fall ist. Zu meiner allergrößten Überraschung gab es keine wirklichen Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Ukrainern und den Russen, zwischen Lavrov und Kubella. Gestern ja diese massive Rallye, die letztendlich auf dieser Hoffnung aufbaute, die von Anfang an völlig illusorisch war. Und wie es dann so kommt, zeigte sich eben, oh, die Positionen sind zu weit auseinander, da gibt es überhaupt keine Chance, auch nur auf eine Teileinigung. Das hat sich abgezeichnet, wie die Märkte auf diese Idee kommen konnten. Gestern war mir nach wie vor oder ist mir nach wie vor ein bisschen schleierhaft. Da muss man schon eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, die Fähigkeit haben, ein zu 5% volles Glas praktisch zu negieren, dass es zu 95% leer ist, aber das war halt leider der Fall. Aber wir haben dann zum Beispiel Aussagen von Lavrov nach dem Treffen gehört, der gesagt hat, ja, plant ihr denn andere Länder anzugreifen? Wir planen keine anderen Länder anzugreifen. Wir haben nicht mal die Ukraine angegriffen. Da hat Ole Hansen von der Saxo Bank kommentiert. Also das ist schon fast in der Liga von Donald Trump mit seinen alternativen Fakten. Was ist eigentlich mit Donny? Ist es Donald? Wo ist der eigentlich? Warum hört man von dem nichts? Der hat ja gleich am Anfang gesagt, als Putin die Invasion in der Ukraine gemacht hat, was für ein genialer Typ. Also das könnte auch Sid Donald so ein bisschen ins Off schießen, denn auch die Amerikaner sind da ziemlich, naja, einhellig in der Verurteilung dieser ganzen Geschichte, dieser Invasion, dieses Angriffskriegs. Man kann es ja nicht anders bezeichnen. Jetzt aber kamen heute diese Gegensanktionen durch Russland. Es hat ja sehr lange gedauert, bis die zurückgeschlagen haben. Der Westen hat die russische Zentralbank abgekappt. Der Westen hat weitgehend SWIFT, das russische Bankensystem, abgekappt. Es hat gedauert, bis jetzt etwas kommt. Die Russen werden praktisch westliche Eigentümer beschlagnahmen von Firmen, die eben rausgegangen sind aus Russland. Und jetzt hat Russland eine Sanktionsliste mal veröffentlicht. Die werde ich Ihnen unter dem Video auch mit einigen Erklärungen oder mit dem Wortlaut nochmal zeigen. Das ist sehr, sehr spannend, was da alles aufgelistet ist. Und zwar hat Putin gesagt, also Russland wird voll seine Verpflichtungen gegenüber Europa in Sachen Energielieferungen aufrechterhalten. Aber, und das ist ein bisschen untergegangen, ist aber von absolut großer Folgewirkung, Russland wird temporarily suspend exports of fertilizers, also Düngemittel, werden praktisch nicht mehr exportiert. Und Russland und Belarus sind die größten Hersteller von Düngemitteln. Mit der Ukraine zusammen haben einen Marktanteil von über 70%. Wie das ersetzt werden kann, ist ein Rätsel. Dazu gleich mehr. Diese ganze Geschichte gewinnt jetzt auch noch eine andere Dimension. Die USA sagen ja, also die Chinesen, die halten sich nicht an die von uns auferlegten Sanktionen. Jetzt hat die Sprecherin des Außenministeriums gesagt, also sollten hier jetzt die Amerikaner Sanktionen gegen China wiederum erlassen, dann gäbe es serious response, gäbe es eine sehr, sehr ernsthafte, sehr schwerwiegende Antwort der Chinesen. Also wir sehen, das ist eine globale Geschichte und ich versuche Ihnen gleich mal zu zeigen, wie global diese Geschichte eigentlich ist. Der Westen hat ja gesagt, okay, wir wollen möglichst weg von russischem Gas und russischem Öl. Bleiben wir mal beim Gas. Was wird das bedeuten? Europa will vor allem jetzt Flüssiggas importieren. Okay, schön und gut. Nur das Problem ist, es gibt nicht so viel Flüssiggas auf der Welt, dass man das mal ebenso
bestellen könnte und das keine Folgewirkungen hätte, denn es ist jetzt so, dass es ein Battle, einen Preiskampf geben wird zwischen Asien und Europa um dieses Flüssiggas, denn die viele asiatische Nationen wollen das auch. Was wird das bedeuten? Es wird bedeuten, dass die Preise steigen. Da, wo Preiskämpfe sind, wo jeder knappes Gut haben will, steigen die Preise. Und hier sagt Nikos Tsafos, Europe will need to bid these cargoes away from Asia. Also wir müssen die praktisch überbieten, wie es bei so einer Versteigerung. Das wird massiv steigende Preise nach sich ziehen, so viel ist klar. Und wer sind die Verlierer? Die sitzen in Südasien, etwa Pakistan, Bangladesch. Das sind all diese Länder, die diesen Preiskampf nicht mitgehen können, schlichtweg, weil sie nicht die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen dafür haben. Die werden auf der Strecke bleiben. Das ist schon mal klar. Also die armen und schwachen Nationen, die werden diese ganze Geschichte am meisten zu spüren bekommen. Und jetzt ist sich dem Putin völlig klar. Das hat er heute gesagt. Russland und Belarus sind die some of the biggest suppliers of mineral fertilizers. Und er hat gesagt, das wird die Preise woanders, wenn sozusagen eben vor allem für Nahrungsmittel, wird die Preise in anderen Ländern massiv nach oben bringen, so sagte Putin. Und dann angesprochen auf den Bann der Amerikaner gegenüber russischem Öl und Gas, hat er gesagt, ja gut, dann steigt eben deren Inflation. Also dieses Thema Inflation, ich bringe dir Inflation, das hatte von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, schon gesagt, ja, die Folgen werden massive Inflation in Russland sein. Aber eins ist klar, in diesem Wirtschaftskrieg gibt es keine Gewinner, sondern nur größere und weniger große Verlierer. Und auch wir werden eine massive Inflation haben und die ist jetzt schon massiv und wird noch massiver. So viel scheint klar. Aber nochmal zurück zu dieser ganzen Nahrungsmittelthematik. Biggest wheat buyers, das sind nämlich die Türkei, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien, Aserbaidschan, Nigeria vor allem, wichtig. Also die Türkei, Erdogan, der dürfte sehr daran interessiert sein, dass das Ganze irgendwie einigermaßen gut über die Bühne geht. Deswegen ja auch in Antalya heute dieser Vermittlungsversuch, der gescheitert ist. Ägypten versucht jetzt sozusagen durch ein Exportverbot, also das, was man im Lager hat, das darf auf keinen Fall mehr exportiert werden, zumindest einigermaßen die nächsten Monate über die Runden zu kommen. Jetzt entsteht natürlich der Verdacht, es sind gierige Trader, die sich da bereichern. Ja, da wird es sicherlich Leute geben, die davon profitieren, aber das ist nicht die Ursache, sondern nur eine Nebenerscheinung, die das Ganze noch verstärkt, aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache ist, dass Ukraine und das südliche Russland eben so wichtig sind in Sachen Wheat, in Sachen alles, was Getreide, Mais etc. der Fall ist. Und jetzt haben wir die Situation, ich sprach von den armen und schwachen Ländern, dass die also besonders betroffen sind, vor allem Nordafrika. Da wird sehr viel aus Russland, Ukraine importiert an Getreide. Und jetzt ist das Problem, dass diese Länder sozusagen in eine Abwärtsspirale geraten, weil auch in einer solch unsicheren Situation normalerweise ihre Währung abwertet. Das heißt, sie müssen immer mehr ihre eigenen Währung aufbringen, um in diesem Preiskampf überhaupt bestehen zu können. Da haben sie eigentlich überhaupt keine Chance. Das ist sozusagen nicht zu gewinnen, dieser Kampf. Und hier sehen wir mal den arabischen Frühling. Da sind wir jetzt, was viele Parameter betrifft, schon deutlich drüber. Das heißt also, dass wir da wahrscheinlich Unruhen und Flüchtlingsströme erleben werden. Das ist eine Frage der Zeit. Das ist eine furchtbare Perspektive. Aber es ist eben die Realität. Und hier sehen wir mal die globalen Financial Conditions. Also wie lax sind die, wie scharf sind Kreditvergabe etc. etc. Und wir sehen, dass wir jetzt den größten Anstieg seit einem Jahrzehnt hier sehen. Also, das trifft dann wiederum auch die schwachen und armen Länder, die also nicht den Dollar drucken können oder vielleicht die zweitwichtigste Währung der Welt, den Euro, drucken können. Die sind dann betroffen von einer Dollarknappheit. Die können also hier diese Weltleitwährung nicht haben oder nur zu extrem hohen Kosten, mit der man dann eben auf dem Weltmarkt auch gut einkaufen kann, eben mit Dollars. Und das wird diese ganze Geschichte noch verstärken. Jetzt haben wir hier zum Beispiel erste Folgeerscheinungen in Sachen Düngermittel. Yara, das ist eine Firma, die unter anderem in Brunsbüttel hier bei Hamburg sitzt, auch in Rostock sitzt. Das ist ein norwegischer Konzern, ein Düngemittelhersteller.
Die hat gesagt, wir drosseln unsere Produktion. Grund sind die rekordhohen Erdgaspreise. Also weil die Preise so hoch sind für Erdgas und das braucht man für die Herstellung von Düngermitteln, fahren die ihre Produktion runter. Das wird bedeuten, dass diese ganze Krise sich verschärft. Denn mit Düngermitteln kann ich 40% mehr aus einer Ernte rausholen als ohne Düngermittel. Das wird also auch die Situation hier in Europa deutlich verschlechtern. Hier steht auf der oder bei der Agrar heute, aus der dieser Artikel entnommen ist, das erhöht die Risiken für die europäische Getreideproduktion und die Nahrungsmittelversorgung. Also es ist nicht nur vielleicht Nordafrika, sondern wir werden das auch deutlich zu spüren bekommen. Die Brötchen sind sicher, so hat Habeck kürzlich gesagt. Das erinnert mich irgendwie an jemand anders. Norbert Blüm hieß der, glaube ich, mit der Rente ist sicher. Aber schauen wir uns mal an. Dazu kommt noch, dass wir jetzt eine Dürreperiode in Europa haben. Vor allem so im östlichen Europa. Das verstärkt die ganze Situation ohnehin noch. Und nicht nur ist jetzt eine Düngermittelfirma sozusagen bereit und willens und gezwungen, ihre Produktion runterzufahren, sondern auch meine bayerische Heimat, hier das einzige Stahlwerk in Bayern, hat aufgrund der hohen Strompreise jetzt den Betrieb komplett erstmal stillgelegt. Ich bin ganz gut vernetzt hier in der Aluminiumproduktion, in der Aluminiumverarbeitungsproduktion, die hier in Hamburg sehr, sehr relevant ist. Und da sind zum Beispiel jetzt Leiharbeiter entlassen worden. Das heißt, man entlässt jetzt die, die nicht über langfristige Verträge, Arbeitsverträge eben gesichert sind. Das sind erstmal die Leiharbeiter, die jetzt rausgeschmissen werden, eben weil auch dort die Produktion runtergefahren wird aufgrund der massiv hohen Strompreise. Und das ist eine sehr giftige Kombination, die wir hier sehen. Dementsprechend müssen wir da uns wappnen. Das wird nicht die erste Welle der Entlassung bleiben, die da vor uns ist. So, und jetzt kommen wir mal zu diesem ganzen Thema Inflation, denn das wird eine massive Inflation nach sich ziehen. Es wird kaum mehr zu verhindern sein, die Dynamik ist in Gang gesetzt und das ist dann wie so ein Domino-Effekt, den kannst du eigentlich nicht mehr aufhalten. Jetzt haben wir hier heute ja die Verbraucherpreise aus den USA gesehen, 7,9% um und bei wie erwartet. Das letzte Mal, als wir eine solch hohe Inflation hatten, da war der Leitzins damals bei 13%, jetzt ist er bei 0%. 7,9% by the way war der höchste Wert seit Juli 1981 und bei diesem Wert waren 83,8% der Unterkomponenten sind mehr als 3% gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit September 1990 und Inflation insgesamt ist ein Weg, den Wohlstand der Menschen zu zerstören, ohne offen die Steuern anzuheben. Das ist praktisch die universalste Steuer, die es überhaupt gibt. Das ist die Inflation. Und deswegen betrifft sie uns auch alle, aber die Reichen weniger als die Armen. Auch hier sind wir wieder beim Thema, dass die Armen und die Schwachen natürlich diejenigen sind, die den großen Preis bezahlen. Hier sehen wir mal die Ursache, die Voraussetzung. Es ist sicherlich jetzt nicht die Schuld der EZB oder der Fed, der Ukraine-Krieg, auch Corona ist sicherlich nicht die Schuld, aber man hat eben zu lange einfach nicht reagiert, hat in eine ohnehin schon heiß laufende Wirtschaft weiter Geld reingepumpt, dazu die Verknappung von Gütern und Dienstleistungen. Hier sehen wir mal, dass der Money Supply, also das Geldmengenwachstum in den USA, über 41% gestiegen ist in den letzten beiden Jahren. Der größte Zweijahresanstieg, der jemals verzeichnet wurde, und dann braucht man sich nicht wundern. Und dann brauchen Sie vielleicht die einen oder anderen, die sagen, Stonks always go up, vor allem aus dem Tech-Sektor. Wenn das vielleicht nicht mehr der Fall ist, Tony Greer schlägt hier vor, don't forget to adjust. Wenn der Markt dir die Opportunities gibt, sell tech, buy natural resources. Tja, das ist mein Reden schon seit einiger Zeit. Da sehen wir jetzt wahrscheinlich einen massiven Trendwechsel, der nicht in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr beendet sein dürfte, sondern das ist der Beginn von etwas Großem. Hier sehen wir nochmal Madame Lagarde und ihr, was soll ich sagen, märchenhafter, skurriler Auftritt mit ihren fantastischen Geschichten. Sie sagte unter anderem, es ist ja sehr gut möglich, dass die Inflation auch wieder unter 2% fällt. Nein, Frau Lagarde, da müsste schon die Schwerkraft außer Kraft gesetzt werden, damit das passiert. Das ist praktisch nicht mehr drin, das ist kaum mehr möglich. Die EZB hat jetzt die Inflationsprognose für 2022 auf 5,1% nach oben genommen. Hurra! Dies merken ist auch am allerletzten. Man sagt dann auch, oder hat Lagarde gesagt, die Inflation wird sich mittelfristig bei 2% stabilisieren.
Da habe ich dann als Kommentar gleich in meiner Live-Kommentierung geschrieben, ja, was rauchen die da bei der EZB? Das scheint extrem psychoaktiv zu sein. Also das wollen bestimmt viele haben. Das hat gewisse Bewusstseinsveränderungen offenkundig hervorgerufen bei den Herrschaften bei der EZB. Es ist unfassbar, wie weit von der Realität her teilweise argumentiert wird. Und auch die EZB hat ja bis vor kurzem gesagt, Inflation is transitory. Die Fed hat früher die Kurve gekriegt. Erst hieß es ja noch, Inflation is transitory. Dann hieß es auch seitens der EZB, ja, Inflation ist doch gut, vorher war sie doch zu gering. Das hat auch unser allerbester Freund Marcello Fraccherino gesagt. Dann, ja, das ist doch die Gier der Unternehmen, das hat dann Joe Biden gesagt. Und jetzt heißt es, Putin ist es. Also Gründe findet man. Jetzt rechnet Jörg Krämer mit dennoch 2 Zinsanhebungen in diesem Jahr. All das ist natürlich lächerlich, reicht nicht und wird zu nichts führen. Jetzt hat sogar Marcello Fraccherino, den ich eben angesprochen habe, gesagt, ja, also die Inflation könnte auf bis zu 10% steigen. Hier sagt Daniel Stelter, die EZB hat in den letzten Jahren ein riesiges Lager an Brennholz angelegt. Corona führte zum ersten Feuer. Fratscher hat ja immer gesagt, vorübergehend, macht euch keine Sorgen, war ja vorher zu niedrig. Das ist das Argument, wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt Ihnen sagt, was, du hast doch in der letzten Woche kein Bier getrunken, dann kannst du jetzt die nächste Woche 10 Stück jeden Tag trinken. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, also wie man auf die Idee kommen kann, jetzt droht die ganze Geschichte sich in Brand zu setzen. Und mein Kollege Georg Habenicht hat heute eine Rezension geschrieben auf das heute erschienene Buch »Die neue Aufklärung« von Marcello Fratscher. Fratscher macht Vielschichtigkeit einschichtig. Fratschers Buch sollte in keiner Stadt- oder Krankenhausbücherei fehlen. Und das ist nicht wirklich ein Kompliment, zumindest ein extrem vergiftetes Kompliment. Es zeigt sozusagen das Kreisliga-Niveau, auf dem Marcello Fratscher sich bewegt. Das hat mit Wissenschaft schon gar nichts mehr zu tun. Das ist schlichtweg Ideologie, Propaganda, könnte man sagen, die Menschen in die Irre leitet. Und damit habe ich das Problem, dass es eben die Leute in die Irre leitet und zu falschen Entscheidungen veranlasst. Jetzt hat zum Beispiel dann Fratscher auch in der Welt gesagt, also oder beziehungsweise in einem Interview, glaube ich, mit der Osnabrücker Zeitung. Jetzt geht es darum, erstmal die Wirtschaft zu stabilisieren. Deswegen dürfte die EZB jetzt nicht eine Normalisierung der Geldpolitik machen, sprich also nicht die Anleihekäufe beenden und die Zinsen anheben, weil sonst die Arbeitslosigkeit steigt. Die Arbeitslosigkeit, Marcello, die steigt so oder so. Wir können vielleicht nur noch ein bisschen versuchen, die Inflation in den Griff zu bekommen. Das werde ich Ihnen auch unter dem Video hier bringen als Artikel, den Sie sich anschauen sollten. Und dann auch eine ganz große Empfehlung. Was sagen eigentlich die Russen? Was ist da die Auffassung, was da eigentlich abläuft? Kassandra-Rufe über Rezession und Kollaps aus Russland. Meine russische Perspektive, da sollten wir auch mal ein Ohr hinhalten, wie ich finde. Und die Autorin dieses Artikels sagt hier, und prognostiziert auch, wie ich, einen Dreiklang zwischen Inflation, Stagflation und Rezession in der Abkürzung Instarets, die der gängigen Abkürzungspraxis für russische Ministerien, Behörden und Unternehmen folgt. Die haben dann oft solche Abkürzungen, die Russen, für eben solche Dinge. Das ist wirklich hochspannend. Also diesen Artikel werde ich Ihnen auch unter dem Video verlinken. 3 Artikel, also die russischen Sanktionen, die Rezension über Marcello Fraccherino und diesen Cassandra-Ruf über Rezession und Kollaps aus Russland. Alles hochinteressant. Wir sehen uns morgen nochmal zum Videoausblick. Das Markeflüster morgen dann etwas früher als gewohnt. Diese 3 Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.